Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin gerade hier im Revier für Hunde und ich bin nicht alleine. Hier sind ganz, ganz viele Hunde. Klar, Revier für Hunde. In der Hundetagesstätte sind so bis zu 35, manchmal sogar 40 Hunde und die laufen hier gemeinsam in einer Gruppe. Wie ist das möglich? Ich wollte mal die Menschen fragen, die die meiste Zeit mit den Hunden zusammen sind. Und das sind zum Beispiel schon mal die Lisa. Hi Lisa. Hi. Und die Hanna. Hallo. Und die Hanna, die beaufsichtigt hier die meiste Zeit die Hunde. Hanna, wie ist das möglich, dass so viele Hunde hier zusammenlaufen und das ist alles irgendwie so, Entschuldigung, friedlich, harmonisch, so entspannt? Bist du das schuld? Das ist die Frage, die wir immer gestellt bekommen. grundsätzlich sind wir das schuld auch, ja. Ja. Wir gucken natürlich, dass wir hier auch mit unserer ruhigen Stimmung die Hunde in eine ruhige Stimmung bringen. Okay, heißt also, ist der Betreuer der Hunde entspannt, ausgeglichen, eine gute Energie, dann gehen die Hunde automatisch mit? Das ist so. Was ist, wenn du hier Hunde hast, die, ja, ich sag mal so Raufbolde, ne? Also, oder Hunde, die neu in die Huta kommen, ne? Wie geht ihr damit um? Was macht ihr dann, wenn ein Hund hier mit einer Energie reinkommt und der ist total drauf und der steckt dann die anderen Hunde an? Was macht ihr dann? Genau, dazu kann die Lisa was sagen. Die Lisa spricht mit den Neukunden, ja, und lernt die Hunde kennen, okay, und führt die dann auch langsam in die Huta ein. Okay. Die Hunde. Ja, ist es denn so, dass du jetzt den Menschen, die ihre Hunde hier in die Huta bringen wollen, einfach blind vertrauen kannst? Stimmt das immer alles, was die Leute sagen, oder machst du dir da lieber auch selber ein Bild vom Hund? Beides eigentlich. Also zum einen natürlich hört man, was die Leute einem sagen zum Hund, aber durch die Erfahrung merkt man das auch direkt am Hund. Wie ist er so drauf, schon im ersten Termin? Klar kommt die Aufregung mit dazu, auch von den Menschen im ersten Mal hier. Ja. Aber genau, das sieht man dann relativ schnell. Und wenn wir dann die Hunde hier mit reinnehmen, dann gucken wir. Ne? Einige brauchen auch die Unterstützung von uns, dass sie erstmal lernen, ja, dass ja, ganz ja, viele ja. Hunde nicht ja. Party heißt, weil das ist ja so dieses Klassische, was man auch von der Hundewiese kennt. Ja. Ne, allein los und dann gucken wir, dass ihr irgendwie ja. ne, Party macht, aber das machen wir ja nicht. Okay. Und das dürfen viele Hunde erstmal lernen am Anfang. Ne? Ja. Dass es hier auch Regeln gibt und Ruhepausen und natürlich aber auch die Party zwischendurch. Das ja. darf nicht fehlen. Beides. Ja, ich habe ja irgendwie 2014 hier angefangen, die Huta zu gründen, das Revier für Hunde zu gründen. Und ich finde immer, man muss den Hunden auch die Möglichkeit geben, anzukommen. Also es gibt auch Hunde, die sind dann am ersten Tag oder am zweiten Tag oder an den ersten Terminen noch drüber. Also die sind dann einfach sehr aufgeregt, neue Umgebung, neue Hunde, neue Menschen. Und da brauchen die einfach eine gewisse Zeit, um zu landen. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, wenn Hunde mal Gas geben, wenn Hunde mal sich austauschen auch, wenn die mal knurren, wenn die bellen, wenn die sich körpersprachlich auch unterhalten. Ich meine, das sind Hunde, ne? Die können nicht die ganze Zeit irgendwie brav am Tisch sitzen. Aha, das ist unser Zeichen. Kommt, wir gehen sofort mal schauen. Da geht's schon los. In der hündischen Kommunikation, links der Kleine unterwirft sich gerade so ein bisschen, ne, mit so einem beschwichtigenden Verhalten. Rechts im großen Bandit gegenüber, da, jetzt muss er nochmal anschleimen. Ja, dazu muss man sagen, der Bandit, der kommt jetzt schon, ich glaube, 7 Jahre? 7 Jahre in die Huta. Ich meine, das ist eigentlich so, als wäre es schon ein Hund, der hier leben würde. Der kommt jetzt nicht jeden Tag. Ich glaube, der kommt 2-mal die Woche. 2 bis 3-mal. Und der hat natürlich hier was zu sagen. Sollen wir mal weiter schauen, wen ihr vielleicht noch kennt? Kommt mal mit. Da kommt die Teja. Hey Teja, wie geht's hier in der Huta? Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, Frau Teja. Ja, hier kann man ja auch Hunde baden im Revier für Hunde. Das machen viele Leute mittlerweile, um runterzukommen. Die buchen ohne ihren eigenen Hund eine Stunde Hunde baden im Revier für Hunde und können dann, wie hier jetzt, die Kommunikation von Hunden beobachten. Schaut mal. Da bleiben wir dran. Da bleiben wir dran. Da kommt jetzt der
da kommt jetzt ein Aufpasser hier, da, schaut mal. Linus. Ich sage dem Linus jetzt, er soll sich mal raushalten, weil das können die zwei schon selber regeln. Das ist zum einen der Monty, den kennt ihr auch noch aus verschiedenen Videos hier. Schaut mal, er hat auch eine Bürste. Und zum anderen, hey, psch, Milo, da wollte wieder einer einmischen, habt ihr gesehen? Ich habe direkt geblockt, gebremst, weil die zwei haben eine Unterhaltung. Da sollten sich die Schmarotzer jetzt raushalten. Hier haben wir also den Monty, der kommt schon ein bisschen länger hier in die Huta. Und ganz frisch in der Huta hier der Bootsmann. Der Bootsmann ist so jemand, der kommt rein, ne, macht die Schwingtür auf und sagt, 5 Kölsch und jetzt trinke mal erstmal ein. Also ist ein sehr freundlicher Hund, aber ja, der ist sehr viel. Also, und der wird hier zwischendurch von verschiedenen Hunden immer wieder mal gebremst. Aber schaut mal, wie die zwei miteinander kommunizieren. Teja steht daneben, schaut sich das Ganze mal von außen an. Aber es passiert halt immer was, ne? So, ja, kurz Pfote aufgelegt, habt ihr gesehen, der Bootsmann hat die Pfote aufgelegt, das fand Monty jetzt gar nicht lustig. Und ich kann euch auch immer sagen, wann und wie ihr dann dazwischen gehen solltet, wenn mal irgendwas Schlimmeres passiert. Bei Spaziergängen ist es oft so, dass wenn zwei Hunde miteinander spielen, toben, rangeln, dass dann schon mal von hinten so irgendwie ein Hund ankommt und schon mal so in die Seite reinzwickt, ne? Und dann entsteht so eine Dynamik, die ihr nicht haben wollt. Also wenn zwei Hunde wie Monty und Bootsmann hier miteinander kommunizieren, da kann in dem Fall nichts passieren. Aber immer aufpassen, wenn es mehrere Hunde werden und wenn das so eine Rudeldynamik bekommt, ne? So eine Gruppendynamik bekommt, da immer darauf achten, dass vor allen Dingen auch kein Mobbing entsteht. Ne? Bei den Spaziergängen ist es, habe ich auch schon häufig erlebt, dass verschiedene Hunde dann gemobbt werden. Aufpassen, bitte nicht zulassen. Die Hunde sind natürlich nicht den ganzen Tag draußen. Ja, im Sommer sind die sehr gerne draußen, aber jetzt im Winter, da wird es schon mal ein bisschen frisch. Und deshalb gehen wir auch schon mal, oder sehr oft, ins Hundehaus. Kommt mal mit. Also hier haben wir so einen Bereich, wo die Hunde sich aufhalten können, um so ein bisschen, das ist so dieser Schill, Vorschillraum. Und jetzt, kommt mal mit. Ist das gemütlich? Ja, da sind wir. Toll, 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 toll. Schön, oder? Na? Ach, Lucy! Oh, Lucy. Hallo, Mädchen. Hallo, Maus. Hallo, na? Nein, die schon wieder hier. Lass es doch mal sein, du kleiner Tyrann. Tyrannosaurus Rex. Oh, oh. Ein Dinosaurier zum Auffressen. So, so. Bitteschön. Ja, Hundehaus. Und hier ist es moppelig warm drin. Ich denke mal so um die 24, 25 Grad. Und die Hunde haben halt die Möglichkeit, durch diese Türen rein oder raus zu gehen. So, wie sie wollen. Und auch hier, glaubt es mir, ist sehr oft eine sehr entspannte Stimmung. Guck mal, die Lisa macht schon vor. Die Lisa geht chillen jetzt hinten auf der Couch. Also wer kann schon mal mit so vielen Hunden auf der Couch chillen? Hanna, tu mir keinen Zwang an. Und auch hier ist sehr viel Ruhe drin, wie ihr merkt. Ne? Remedy. Also bitte, jetzt geht nicht hin und holt euch 30 Hunde und setzt euch mit denen ins Wohnzimmer. Vor allen Dingen direkt von der Wiese, vom Spaziergang rein, durch die Bude und dann auf die Couch. Das ist hier erlaubt, aber es gibt halt zu Hause die eigenen Regeln und da sollte man auch jetzt nicht zu hysterisch sein. Und die Hunde können sich also überall verteilen. Die haben halt die Möglichkeit, auch in diesen Räumen sich Rückzugsplätze zu suchen. Und die Hunde sind meistens da, wo die Betreuer sind. Und wie ruhig die sind, oder? Die sind so ruhig. Hm.
So, jetzt sind wir wieder auf der Wiese hier und ich möchte gemeinsam mit euch in die hündische Kommunikation gehen. Und ihr seid natürlich mit dabei. Jetzt sind wir mal geduldig und warten mal, was denn so als nächstes passiert. Wir hatten ja eben schon die beiden Monty und Bootsmann, die ja schon miteinander kommuniziert haben. Aber vielleicht bekommen wir noch eine andere Konstellation auch mit. Ich passe auf jeden Fall auf. Lisa und Hanna auch. Und sobald wir was sehen, nehmen wir euch mit. Viele Leute glauben ja, sie müssten ihre Hunde den ganzen Tag unentwegt beschäftigen. Das ist nicht der Fall. Hunde brauchen auch viele Pausen. Sie brauchen Ruhe, sie brauchen Entspannung, sie müssen schlafen. Gerade junge Hunde müssen ganz viel schlafen. Es gibt Hundehalter, die machen den großen Fehler und bespaßen ihren Hund den ganzen Tag. Dann sind die Hunde irgendwann drüber und die Menschen wundern sich, dass sie so aufgedrehte Hunde haben. Ja, das macht der Mensch meist selber. Also fahrt selber ein bisschen runter und dann werden die Hunde auch ruhiger. Aber jetzt schauen wir mal, was auf dem Trampolin los ist. Der Bootsmann schon wieder mit den Zwergen. Und dann kommt der Monty auch noch dazu. Was ist denn hier los, Bootsmann? Was machst du denn? Hast du neue Freunde gefunden? Toll. Die Fragen. Kennt ihr das? Ihr fragt ja auch eure Hunde. Hör mal, habe ich dir nicht gesagt, du sollst es sein lassen? Fragezeichen. Der Hund antwortet dann am besten. Aber das macht man unweigerlich, ne? Das ist so dieses, na, wie geht's? Schaut mal, jetzt hier. Der Bootsmann findet die Häsel und die Beju ganz, ganz süß. Guck mal, er will unbedingt Kontakt aufnehmen. Das ist natürlich ein Größenunterschied. Super. Aha. Die Beju zeigt ihm schon mal, wo die Grenzen sind, ne? Das ist auch gut. Hey Bootsmann, macht Laune, oder? Hey, und der Babu sagt dem Bootsmann, hey, das sind meine Mädels, ne? Guckt, da, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Hast du es drauf, Paul? Ja. Ja, super. Das ist wichtig. Hier, das ist Kommunikation. Schaut es euch an. Der Babu sagt ganz klar, Pfoten weg von meinen Mädels. Guckt mal, wie der stolziert. Guckt mal. Da, und jetzt muss der Bootsmann sich hinlegen, weil der Babu die Schuhe anhat. Ich meine, Babu, du bist echt unter uns. Naja, darf man keinem sagen. Er ist ein bisschen halbstarker. Aber egal. Aber das macht er gut. Schaut. Ah, jetzt hat er gesehen, das war schon deutlich von der Kommunikation her, dass Babu gar nicht mehr viel machen musste. Aber ich glaube, Bootsmann ist einfach schlichtweg verliebt in Beju. Ob das mal was wird? Ob die Beju ihm die Telefonnummer gibt? Aber ich finde ihn, glaube ich, beide toll. Jetzt kommt die Cookie auch noch dazu. Oh, jetzt schaut euch das mal an. Das ist doch toll, oder? Seht ihr, wie die Kleine sich unterwirft? Cookie, lass die zweimal. Das ist eine gute Konstellation. Oh, der ist aber auch süß, der Bootsmann. Oder? Ist der toll? Da könnte ich stundenlang zuschauen. Stundenlang. Komm mal her, du Zwergennase. Geh mal darüber, damit wir hier einen freien Blick haben. Du auch, Olaf. Na, jetzt ist die Cookie mit dem Bootsmann. Bootsmann, du machst das echt toll. Ne? Bist du wie so ein großer Onkel. Toll, hier auf dem Trampolin. Habt ihr gesehen, die Cookie? Vorderkörpertiefstellung, ne? Einmal die Foot nach oben. Spielaufforderung. Okay. Komm hier rum. Ja, bei den Aufnahmen muss man wirklich immer schnell sein und immer da. Okay. Der Babu hat gesagt, ey Bootsmann, ich habe dir eben schon gesagt, du sollst vorsichtig sein mit meinen Mädels. Dann hat er die Ermahnung an den Bootsmann geschickt und dann hat die Häsel, die gerade kurz Schlitten fährt, das nochmal verstärkt und hat nochmal gesagt, Bootsmann, hast du gehört? Mein Babu hat gesagt, du sollst. Ne? Was gibt das, wenn das fertig ist? Hey Teja, hier ist gerade Party, bist du mit dabei?
Teja wird übrigens erwachsen, ne? Sie wird ruhiger, langsam wird sie ruhiger. Meine Güte, was hat sie mich echt Nerven gekostet die letzten Monate? Die Kleinen übrigens auch, aber dazu erzähle ich euch ein andermal was. Am Rande des Nervenzusammenbruchs mit Hunden. Ja, auch ein Andreas Odischläger kommt an seine Grenzen. Bei manchen Dingen sollte man sich einfach raushalten. Nur beobachten, wir dürfen Lehrer sein. Schüler. Oh, die Ulla rammelt. Ulla, was machst du da? Ulla! Was soll das denn, der Unfug? Passiert auch schon mal, ne? Jetzt ist hier richtig was los. Da. Ey, Leute. Super. Toll. Okay, schwupps, sind die Hunde auf einmal weg. Bootsmann ist weg. Ah, da ist der Bootsmann wieder. So, und jetzt kommt der Moment. Jetzt kommt mein Moment. Das ist mein Moment. Das war mir zu viel. Und jetzt kommt Ruhe rein. So einfach ist das. Im richtigen Moment eingreifen und zeigen, jetzt ist genug. Der Monty setzt sich auch schon hin, schaut mal, ne? Der weiß jetzt auch schon Bescheid. Da dürft ihr wirklich immer darauf achten, dass ihr im richtigen Moment, wenn zu viel Energie aufkommt, bremst, damit das nicht eskaliert. Wir können auch dann wieder toben und wieder spielen, aber immer im richtigen Moment eingreifen. Nicht zu früh dazwischen gehen, nicht zu spät. Und dieser Satz, Hunde regeln alles unter sich, stimmt nicht. Punkt. Ja? Wenn ihr dabei seid, dann seid ihr die Aufsichtsperson. Und dann dürft ihr auch dafür sorgen, dass eine gute Stimmung ist. Ja. Oder in dem Fall dann auch die Hanna oder die Lisa oder die Jana oder die Eiche, der Andreas, also der Andreas Schmitz, der Andreas Ohligschläger, die Sarah Schmitz, die Jenny Jansen, die Doris und die Tanja, die im Büro sitzen. Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Nee, ne? Jetzt sind wir komplett. 10 Leute? 10, ja. 10. Ey, sehr gut. Und jetzt fangen wir mit den Namen an. Okay, also. Hanna. Chaka, jetzt kommt's. Ich will natürlich die Namen schnell hören. Oh, ne? Also ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Legen wir mal los. Ich zeige, du sagst. Oh ja. Okay? Ja. Da hinten hinter der Lisa ist ein Hund. Wie heißt er? Maggie. Hier vorne. Das ist der Bandit. Hier. Das ist der Monty. Das ist die Kaya. Das ist der Schoko. Das ist die Jule. Das ist die Tilda. Das ist der Mika. Und der Jim. Und der Linus. Und der Bootsmann. Und die Teja. Und der Babu. Und die Ola. Und die Mizi. Und die Bejo. Und die Hazel. Und die Cookie. Und? Der Andy und die Hanna. Ja! Prüfung bestanden. Cool. Ey, in einer Geschwindigkeit. Alle Achtung, ey. Hätte ich nicht hinbekommen. Mega. Beide Daumen hoch für die Hanna. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare oder klickt und abonniert meinen Kanal. Also, hündische Kommunikation ist doch etwas Wundervolles. Und wir können doch noch so viel lernen. Also, ich glaube, die Ola, die hat hier gerade irgendwie so ein kleines Dominanzproblem. Was ist denn? Lass sie doch bitte mit Bootsmann spielen. Warum musst du sie rammeln? Ich stelle also wieder Fragen, ne, worauf ich irgendwie nie eine Antwort bekomme. Ich schicke euch mit diesen Bildern jetzt in einen wundervollen Tag. Wenn ihr also mit euren Hunden unterwegs seid, denkt bitte immer daran, lasst nicht alles nur laufen, sondern greift auch ein, wenn es nötig ist. Aber nicht hysterisch werden. Immer locker bleiben, immer ruhig bleiben. Und ihr habt eben gesehen, ich bin ganz vehement dazwischen gegangen, habe sofort ganz viel Ruhe reingebracht. Und dann hat man auch einen entspannten Tag mit seinen Hunden. Und die Kommunikation hört nie auf. Man kann nicht kommunizieren. Es geht weiter. Schmeißt ihn doch einfach vom Trampolin runter, wenn er euch so stört. Hä? Macht's gut. Ich freue mich auf euch und auf unser neues, nächstes Video. Ich habe noch eine kleine Spezialität für euch. Schaut mal, ein Duell.
Die beiden warten ab, wer den ersten Schritt macht. Achtung, Bootsmann oder Monty. Bootsmann hat die Position auf dem Trampolin eingenommen. Und Monty wartet ab. Das ist ja wohl nicht geheuer, Monty. Er hat dich gerufen. Du sollst zu ihm. Also. Monty, soll ich dir helfen? Schaut mal, wie der Monty sich annähert. Guck mal. Zack. Yeah. Ich könnte stundenlang zuschauen. Komm, wir gehen noch einmal kurz gucken. Ich nehme euch einmal mit. Die zwei verstehen sich aber auch blendend, ne? Ja, da wird doch schon mal geknurrt, ne? Knurrende Hunde. Ja, dürfen Hunde überhaupt mal knurren? Natürlich dürfen Hunde knurren. Wir dürfen doch da. Natürlich knurren. Da. Das ist hündische Kommunikation. Leute, verbietet euren Hunden das Knurren nicht. Sonst würden die Hunde uns das Sprechen verbieten. Und wir sprechen ja nicht nur so, sondern wir sprechen auch schon mal so leise. Und manchmal schreien wir auch und sind total laut. Und Hunde sind genauso, die kommunizieren. Auch verbal. Schaut mal, ist das nicht genial? Ich möchte noch was lernen, deshalb bin ich ganz nah dran mit euch. Seht ihr das, wie viele kleine Nuancen da reinspielen? Nein, du musst runterhäseln. Das ist jetzt nicht dein Bereich hier. Nein, Hänsel, bitte komm da runter. Nur wann geht man wie dazwischen? Muss man da zwischengehen, jetzt bei diesen beiden? Nein, erstmal nicht. Ist alles noch im Rahmen, ist alles noch sehr sozial. Das ist alles auch viel angetäuscht. Ne? Da werden Zähne gezeigt. Jetzt muss man aufpassen. Komm her. Den muss man runter tun. Weil die zwei sollen jetzt mal alleine miteinander kommunizieren. Ich sage euch jetzt oder zeige euch trotzdem einfach nur mal so als fürs Lernen, wann man wieder zwischengeht. Okay? Monty, 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 warte, Bootsmann, warte, 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 warte. Gut. Einfach ruhig bleiben, immer ruhig bleiben. Jetzt hat er sich auch hingelegt, der Bootsmann. Und dann, wenn sie es beide akzeptieren, dann dürfen sie auch wieder toben. Okay. Mit viel Ruhe, Konsequenz und viel Liebe. Einfach kurze, klare Signale setzen. Also jetzt nicht irgendwie, hey, komm mal jetzt her, lass es sein, jetzt lass mal sein, jetzt komm mal her, jetzt komm mal. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich jetzt hier hinsetzen, jetzt hör doch mal auf damit. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe reingebracht. Jetzt wird das Sozialspiel auch schon ein bisschen ruhiger. Jetzt wollte er aufreiten. Guck, Monty will auf. Monty, scht. Ne? Schnippen. Runterfahren. Also es darf auch schon mal aufgeritten werden, aber in bestimmten Situationen gehe ich da auch dazwischen. Ne, so einfach kann man Ruhe in spielende Hunde reinbringen. Das wollte ich euch noch mitgeben. Aber jetzt.